So, hallo und willkommen zurück zu Die Abenteuer von Batman und Robin. So, ja, wie man hören kann, ich höre mich heute mal wieder ein bisschen besser an von heute auf morgen. Das liegt aber daran, dass ich vollgepumpt mit Grippostat und sonstigem Zeug bin. Also, da wird die Tag wahrscheinlich die Grippe erst noch richtig ausbrechen. Das kenne ich ja leider Gottes. Ein Tag nervt's, dann ist es mal wieder weg. Freust du dich, dass es mal weg sein könnte und dann haut's wieder rein. Ach ja, so ist Grippe richtig lecker. So, Robin verpisst sich wieder, guter Junge. Geh schön, Gassi. Ich muss mal mein Headset ein bisschen leiser drehen. Ich habe es ein bisschen laut gemacht, damit ich die Musik hören kann. Oder? Ja, gut. Nee, so. Wachmann befreien und mal gucken, ob wir jetzt kapieren, was der von uns will. So, wie war das hin? Ah ja. We're attacked by some kind. Bird-like thing. Please help the rest of the staff. There's an 11er door down the middle corridor. Yada, yada, yada. Also muss ich doch den Fahrstuhl nehmen. Seit wann hat Pinguin eigentlich so eine perverse Freude an versteckten Bomben? Oder sind das Fallen vom Museum? Man weiß es nicht. Vielleicht haben die hier was aufgebaut für Catwoman. Ach, der kann doch runterfahren. Und gestern wollte er nicht. Blödes Ding. Ja, die doofe Technik. Hey da da! Hey da da! Ich muss wieder angeben hier. Okay, hier muss ich wohl rein. Mal sehen. Ah ja, das sieht. Yada, bla bla bla. He knocked me out and must have stolen my master key. Nein, nicht der Master Emerald. Okay. Lalalalalalala. Ja, jetzt komm schon, ich drück hier schon. Ah. Aha, der Kurator. Tag auch. Aha. Intercom. Aha. Okay, also jetzt hatten wir zuerst den Joker mit seiner Achterbahn, dann dieses Baumgehoppel und jetzt so eine richtige Spurensuche. Also ich muss sagen, bisher ist es eigentlich ziemlich originell gemacht von der Abwechslung her. Auch wenn ich sagen muss, dass mir diese blöde Killer-Kohlrabi vom letzten Mal tierisch auf die Nüsse ging. Ah, jetzt kann ich die Dinger auch so sehen. Ah, ja. Okay. Block A und Block B. Erster Flur. Ah, ja. Ich denke mal, ich gehe hier jetzt einfach mal eine Seite zurück. Ach, typisch. Aber wenn du über das Zeug gehst, da geht nichts kaputt. Na klar. Ach so, das sind doch Türen. Ja, aber das hat was. Das hat echt was. Gefällt mir wirklich gut. Also Ideenreichtum ist vorhanden. Auch sehr abwechslungsreich. Aber wie gesagt, die Killer-Kohlrabi. Naja. Ist gewöhnungsbedürftig. So. Ah, Leben. Leiben. Ja, für was brauche ich eigentlich Robin mit seinem Intercom, wenn ich mir sowieso jeden Raum angucke? Also von dem her, ziemlich jucke. Mal sehen, was sie hier hinten haben. Idiot mit Knarre. Hab ich denn bestellt? Nein, ich hatte Armopfer bestellt. Meine Güte, noch mehr Leben? Hab ich jetzt eine Karte gefunden? Okay.
Da. Hui! Hui! Ich hab gesagt, hui! Stör mich nicht beim Höhenflug hier. Das geht doch hier nicht an. Da will man einmal Fledermaus spielen und darf nicht. Aha! Ich hab Personal gerettet. Ich bin ein Held. Sammel, was hast denn du für eine Knollennase? Boah, jetzt schaut euch mal Batman an. Schön spitze Nase und der Typ da, der sieht aus wie Pinocchio. Bist du etwa der Zwillingsbruder vom Pinguin? Der hat auch so einen langen Rüssel. Oder der Bruder von Mike Krüger? Nee, der hat kein Triefauge. Du Freundchen, machst jetzt den Höhenflug. So, jetzt dürfte eigentlich gleich wieder einer kommen. Na, brauche ich nicht, ich habe den ja hier unten befreit. Haha, wunderbar. Hier wollte ich eigentlich gar nicht rein. Obwohl, liegt ja vielleicht noch was. Nö. Naja, liegen tut schon was, aber nichts, was ich brauchen könnte. Ihr versteht, der Typ lag am Boden. Oh Gott, meine Witze sind so mies. Ein guter Ratschlag an euch alle. Versucht niemals, niemals, niemals lustig zu sein, wenn ihr auf Kribbelstart seid. Da kommt ein Haufen Blödsinn bei heraus. Was ich richtig cool finde, er geht in den Fahrstuhl rein, bewegt sich kein Millimeter, aber die Tür schließt sich hinter ihm. Er ist der Chuck Norris des Fahrstuhlfahrens. Er geht nicht durch die Tür geht durch ihn. So, mal gucken hier. Also im Prinzip muss ich in allen drei Etagen die gefesselten Leute retten. Ah, und den durch die Landschaft werfen. Ja. Klingt doch einleuchtend. Oh, da. Ja, geht's wohl zu gut, du Lümmel, du. So, du kommst zu mir. Willst du eins auf die... Ach, genau. Wobei, muss ich eigentlich die Karte ausgewählt haben? Jupp, muss ich. Schade. Reicht es nicht, dass ich es im Inventar habe? So, da haben wir unseren nächsten Pinocchio-Verschnitt. Sollen wir die sehen alle gleich aus? Naja. Kann man drüber hinwegsehen. Ihr seid wirklich erst dann zufrieden, wenn ich auf dem ollen Ding lande, oder? So. Ich will doch hier gar nicht raus. Der nimmt hier wieder Befehle entgegen, die ich ihm gar nicht gebe. Böser Betsy, geh dich schämen. Leben. Leben ist was Schönes. Bin ja dann mal gespannt, was der Pinguin mir für einen Kampf liefern wird. Wahrscheinlich versucht er dann auf irgendwie ja, mit seinem Regenschirm Unfug zu machen. Doppeltreffer. Okay, die Ecke hatte ich. Hier muss ich, glaube ich, noch lang, oder? Ich bin gerade ein bisschen vergesslich. War ich hier schon? War ich hier nicht? Nein, hier war ich noch nicht. Wieder eine Auffrischung von irgendwas, wo ich nicht weiß, was. Wie das kommt, dass ich durch einen Gang gehe und nur beim anderen wieder rauskomme, während ein Korridor dazwischen liegt, das muss mir auch jemand erklären. Das schnall ich nicht so ganz. Naja, egal. Egal, es ist Batman. Der kann sowas. Genau, Batman kann das. Und fertig. So, wieder leben, oder? Ah. Nur so ein Hanswurst.
Sag mal, ich haben Sie doch eben der Zwillingsfarm gekauft, oder? Kauf 5 Zwillinge zum Preis von einem. Also die Musik gefällt mir. Ich bin doch nur gesprungen. Hallo? Mach doch nicht Zeug, wo du nicht sollst. Mach uns nicht unglücklich, Betsy. Typ mit Knarren, ihr fühlt euch ja ganz groß. Jetzt erstmal ein Schlückchen Tee. So, jetzt muss ich dann da oben aufräumen und dann dürfte ich im Prinzip ja weiterkommen. Ah, ich mag die Musik. So, der lernt fliegen. Der lernt auf die Fresse. Oh. Oh. Ah, stimmt ja. Moment mal, habe ich nicht so ein Infrarotgerät? Lass mal sehen, ob das klappt. Hier Quatsch. Dafür muss ich dann erstmal die Karte und dann. Ach, ich kann gar nicht. Entweder habe ich die Karte, um da reinzugehen, oder. Naja. Wahrscheinlich kriege ich den Code wahrscheinlich erst, wenn ich da unten bin. Ach Gott, da unten. Ja. Hab ganz vergessen. Die Dinge habe ich ja übersprungen. So. Nummer 1. Ich will aber ins Unterste. Mann, ich sehe schon wieder, ich habe kaum noch Leben. Das fängt ja mal wieder gut an. Ich hoffe, wir kriegen hier nochmal eine Auffrischung. Wo muss ich noch mal lang? Hier oder? Ich weiß es gerade selber nicht. Nö. Toll. Mein Leben ist schon wieder fast im Eimer. Mein Leben ist im Eimer. Ja, Continue. Wo komme ich denn dann raus? Wieder wahrscheinlich am Anfang, oder? Ja. Da brauche ich mein Continue nicht verbraten. Da kann ich auch ganz einfach nochmal von vorne. Ja, und ich lasse euch einfach dran teilhaben. Einfach, weil ich ein Mistkerl bin. Ich meine, so lange hat das ja nicht gedauert. Und ihr mögt es ja, wenn ich fehle. Nicht wahr? Ihr mögt es. Sagt, dass ihr es mögt. Nur für mich. Hey! Okay, den Bengel befreien, dann direkt nach unten. Ja, komm, red schneller. Ja. Hey.